Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Football Manager 23. Wir spielen als nächstes gegen Hertha. Wir starten auch direkt los, weil wir können eh nicht viel machen, wie gesagt. Transferbudget minus. Ne? Was soll's? Ne, da müssen wir halt damit jetzt klarkommen. Am Deadline Day mache ich auch nicht mit. Ne? Also lassen wir vorübergehen. In der 11. Woche haben wir den Stendera und den Bamba. Sehr schön. Wollen wir überlegen, ob wir den Bamba von Anfang an spielen lassen gegen Hertha. Ich glaube, das machen wir auch. Wir lassen den von Anfang an spielen. So, Hazard. Conor Hazard, Torwart. Nordire. Ah, weiß ich nicht. Torwart ist er wahrscheinlich. Ja, Torwart ist er sehr gut, aber naja, nicht für unsere Bedürfnisse. So, Bilal Touré. Ach, nicht kompletter. Fesner. Ja, komplette, warte mal, der Stoßstürmer, ne? Boah, also der hat eigentlich ganz gute Werte, ne? Jetzt mal von der Einsatzfreude und Teamwork abgesehen. Aber gut, ne? Marktwert ist gerade nicht unsere Kragenweite. Ne? Wir müssen da echt tiefer stapeln. Wir können die mal scouten und dann gucken, wie viel die so wert sind. Sarkic. Können wir ja auch mal gucken. Wie gesagt. Gucken können wir aber mehr auch nicht, erstmal, weil wir haben kein Geld. Pleite, wir sind pleite. Von Transferbudget her. Ich denke mal, ich sag mal so, wenn wir jetzt, wir spielen ja im Pokal gegen Sandhausen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir gegen Sandhausen spielen und gewinnen, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass wir ein höheres Budget bekommen. Guck mal, der ist eigentlich auch ein guter. Was steht denn hier? Eigengewächs. Okay. Der ist eigentlich auch richtig stark. Naja, Teamwork 8, okay. Naja, aber dann können wir mal scouten. Ist ein guter Mann. Samir, Innenverteidiger, ballspielender Verteidiger. Ja, auch sehr gut. Aber halt zu viel Gehalt. So, Chair. Was kriegt der denn an Gehalt? Ja, 730. Die erste Liga noch okay. Stacy. Guter Spieler, aber wie gesagt, ich kann halt nicht so viel Gehalt ausgeben. Deswegen, ich werde jetzt hier Miguel, nein, auch nicht. Loko Tschotschwili. Auch nicht. So, Ingerson hat auch nicht mehr lange Vertrag, ne? Können wir trotzdem mal scouten. Mit 31. So, Puig mal. 23 Jahre alt. Richtig geiler Spieler. Aber auch richtig teuer. Entschuldigung. Aber trotzdem mal Scout, ne? So, Bamba werde ich aber auf links packen dann. Bamba Trainingsbericht. So, sehr glücklich. Sehr gut. Ja. Klasen besteht die Wechsel zu 1860 Sportwissenschaftler. So, Arminia Bielefeld muss gegen Dortmund ran. Peter Edebo. Wie gesagt, ey, zu viel Gehalt. Da kann ich nicht mitreden. Smolcic. Der kriegt kaum Geld, da können wir vielleicht mal mitreden. Aliari. Da können wir auch mal scouten. Mehmedi. So. So, erstmal Training loben hier. Kuni trainiert auch richtig stark. So, der Hiller ebenfalls. So, sonst noch jemand, der gut trainiert hat? Gehen wir mal auf individuell. Bam, Bamba haben wir schon geredet. Rein. So, Finzon. Den Finzon, den packen wir auch von Anfang an gegen Hertha rein. Das steht schon mal fest. So, Dortmund gewinnt 0 zu 1 gegen Bielefeld. Malen, der Torschütze. So, Finzon packe ich auf jeden Fall schon mal rein.
So. Bamba habe ich ja gesagt, packe ich schon mal für Kuni auf als Außenstürmer. So. St. Pauli will Van der Voort von Leipzig ausleihen, okay. Incapia wechselt an PSV. Ach ja, der will ausgeliehen werden, ne? Stimmt. Aber ich habe keinen Torwart. Ich brauche einen Torwart. So, Rieder kann ja wieder spielen. Das tut er auch. Gall kommt dann auf die Bank. Ich halte die Frage für wem, ne? Für Syr würde ich sagen. Ja, für Syr. So. So, dann lassen wir das so, genau. So. Da tun wir umsetzen, viel kürzeres Passspiel. Wir lassen das erstmal so. Taktisches Verständnis, ne? Ja, komm, ich werde doch mal von Kuni von Anfang an reinpacken und dann Bamba wieder später rein. So, Finzorn fehlt es an Spielpraxis. Naja, werden wir ja sehen. Abwarten. So. So, gegen Hertha. In so einem großen Stadion spielen wir. Luke Bacchio, Saar, Richter und so weiter. Konnte jetzt nämlich nicht alle durchlesen. So, Bundesliga-Tabelle. Wir sind auf Platz 4, Hertha auf Platz 3. Aber es ist auch gerade mal nur ein Spiel gespielt, außer Dortmund. Die haben schon zwei Spiele gespielt. Naja, schauen wir mal, was wir gegen Hertha BSC machen. Hertha mit dem Anstoß. Klostermann spielt da sogar. Ah, okay. Ja, die spielen im Ballbesitz. Also ein Ballbesitzspiel. Ich würde ja gerne den Kretschmer verleihen. Das Problem ist halt nur, ich habe kein Geld, um mir überhaupt einen Spieler dann zu holen. Das ist halt das Problem. Das Geldliche verhindert das. So, Hertha jetzt, Tosar, Stach, abgeblockt, Eckball für Hertha. So, sehr schön, Basé. So, Freistoß für Hertha. Aber der geht drüber. Aroko, der hat Geld bekommen. Oh. Ist natürlich nicht so gut. Schlimm wäre, wenn er eine Gelb-Rote kassieren würde. So, Hertha wieder im Ballbesitz. Klostermann, Saar. Stach, Uremovic, Pavlovic, die Witches, Garcia. Sehr schön, Nihuis, Stach, Garcia, Tosar, Stach. Ischabod kommt an den Ball, Arokodea. Ich Kuni den? Nein, leider nicht. Schade. So, langer Ball. Freistoß war abseits. Alles klar. Wir fordern mal ein bisschen mehr von der Mannschaft. Ja, okay, die sind ein bisschen nervös da. Stuttgart gewinnt, ach, führt 1-0 gegen Wolfsburg.
So, Hertha jetzt im Ballbesitz wieder. Holt euch den Ball, Leute. Der Kopfball ging drüber. Ja, allzu viel passiert hier nicht, ne? Wolfsburg 1-1, Brekalo, Torschütze. So, Eckball jetzt für Hertha. Ja, Hertha ist meistens am Zug, ne? Also wir kommen auf jeden Fall kaum am, ja, irgendwie nach vorne. Da sind wir halt kaum präsent. Spitzt sich anscheinend meistens an unsere Hälfte alles ab. So, Kuni hat auch den gelben Karton gesehen. Eine Minute Nachspielzeit, dann ist Halbzeit. Ja, 0-0 zur Halbzeit. Ja. Isherwood ist nervös. Basé ebenfalls. Beruhigt euch, wirkt er verwirrt und demotiviert. Schien unsicher und unzufrieden. Och, Leute. Leute. So, Rida jetzt am Ball. Boden. Ah, verliert den Ball Luke Bacchio. Was war das denn jetzt? Elfmeter? Warum? Hä? Was war denn? Also, ich habe da jetzt nichts wirklich gesehen. Elfmeter? Warum? Was war denn da? Eine Rempler oder was? Ja, da ist das 0-1. Ach, 1-0. Ja, ich sag mal so, der Keeper hat die richtige Ecke geahnt, aber. Aber ganz ehrlich, was war da jetzt? Ich habe da nichts wirklich gesehen. Oh. Dann wechseln wir den aus. Erik Tommy, 1-0 für Mainz. Ach, für Schalke. Hannover 1-1, Wolfsburg 2-2. So, 60. Minute. Wir wechseln aus. Ja, der Schuranov kommt jetzt mal rein. Goden spielt auch nicht gut. Dann kommt Paschonek rein. Vielleicht können die was bewirken. So, Hiller jetzt auf Gall. Isherwood. Hinson. Vielleicht kommt jetzt mal was. Kuni. Ah, Ballverlust. Wir verlieren sehr schnell den Ball, unsere Leute. Das sah aus, als wenn der drin gewesen wäre. Ich würde sagen, wir wechseln gleich nochmal aus. Bamba kommt gleich noch rein für Kuni. So, 70. So, Bamba für Kuni. Und spielt auch nicht so gut. Deichmann spielt nicht gut, ne? Dann kommt mal rein für Deichmann. So, dann schauen wir mal. Mainz führt, ach, Schalke führt 2-0, Bülter. Also die spielen diese Saison anscheinend besser. Isherwood, schade. Bamba, Stendera, nochmal Bamba. Rein, Nihuis, Gall. Ah, abgeblockt. Nee, Abstoß. Naja, auf jeden Fall kann ich sagen, gegen Leipzig wird auf jeden Fall nicht einfacher. So, Eckball für Hertha wieder. Ja,
Schuranov wollte sich den Ball holen, hat den aber nicht bekommen. Kommt Leute, einer muss sitzen, ey. Ein Schuss muss sitzen bei uns. Dann steht's 1-1, ey. So, Ishabut jetzt. Langer Ball im Nirgendwo. So, Stendera. Boah, was war das denn jetzt schon wieder für ein Pass, ey? So, Basé mit dem langen Ball. Ja, weiß nicht. Da kommt gar nichts heute an. Schlechten Tag haben die heute irgendwie. Irgendwie schon alleine durch den Elfmeter. Da läuft halt nichts, ne? So, Freistoß nochmal für Hertha. Oh, Hiller kriegt den noch. Und da ist das 0-2. 8-2-0. Anton Stach, der Torschütze. Eieieiei. Da passiert hier noch was, ich glaube nicht. Der Schiedsrichter pfeift ab. Ja, wir verlieren 2-0 gegen Hertha BSC Berlin. Ist natürlich nicht so schön gelaufen, aber was soll's. Wir müssen erstmal reinkommen. Köln spielt 1-1 gegen Hannover, Schalke gewinnt 3-1 gegen Mainz und Stuttgart gewinnt 3-2 gegen Wolfsburg. Sag mal so, in der zweiten Liga haben wir ja auch erstmal ein bisschen gebraucht, bis wir da irgendwie zurechtkamen. Von daher... Ne, wer weiß, vielleicht ist das hier ebenfalls so. Ja, man weiß ja nie. Wir gucken einfach mal. Wie gesagt, wir spielen ja jetzt gegen Leipzig. Hertha übernimmt die Tabellenführung. Leipzig ist letzter. Boah, krass, die haben beide Spiele verloren, oder was? Nee, ein Spiel haben die nur gespielt. So, Bayern hat auch gespielt. Die haben 2-0 gegen Gladbach gewonnen. Alles klar. Und Sonntagsspiel gibt es auch gleich noch. Aber hier schließt das Transferfenster. So, Hoffenheim muss gegen Leipzig, Paderborn gegen Freiburg und Frankfurt gegen Leverkusen. So, Cem Türkmen, ne? Wie gesagt, immer noch ein guter Transfer, wer das? Lopi. Scouten. Sima. So, Scout-Bericht. So, schauen wir mal, ne? Leipzig spielt jetzt gleich noch. Gewinnt 1-0. Timo Werner, der Torschütze. Paderborn verliert 0-1 gegen Freiburg. Frankfurt gewinnt 2-1 gegen Leverkusen. Also Hoffenheim ist zurzeit 17. Wer war jetzt nochmal 16? Ah ja, Bielefeld. Vadus hat wegen einer Leier im Gepard angefragt. Also, endet in einer Woche. Ja, wir werden eh nichts machen, wie gesagt. Transfermäßig. Nee, ablehnen. Brauche ich ja nicht. Wie gesagt, wir machen da sowieso nichts. Ohne Moos nichts los, ne? Sagen wir da. Wie gesagt, mit Hängen und Würgen müssen wir irgendwie den Klassenerhalt hier schaffen. 18. Ey. Werbeeinnahmen. 3,9 Millionen kriegen wir nur. An Werbeeinnahmen. Schon krank, ne? So wenig, ey. Geke top, ey. Aber wie gesagt, ausleihen würde ich dem mir gerne. Koyate, Innenverteidiger. Leihliste-Benachrichtigung. Wie gesagt, ich würde mir gerne einen holen, ey, aber ja, geht halt nicht, ne? Zack, zack, zack.
Können wir trotzdem lassen. Sorry Leute, ich muss ab und zu mal schnaufen hier. Vollzeitvertrag, ne? Ja, da können wir auf jeden Fall auch noch machen. Anweisung, keine. Länderspiel für Kasachstan. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ey. Gegen Leipzig wird auf jeden Fall nicht einfacher. So, 13 neue Nachrichten, Panzo. Ach, so langsam geht mir das hier echt auf den Sack mit den Scoutings. Muss man mal dazu sagen. Prüfrock. Castell Cohen. Galarreta. Bauwla. Broking, Außenverteidiger. Nee. Nee, nee. Leihliste, Poing mal. Ratschläge zur Aufstellung. Links Kuni, rechts Bamba. Hinson im Box-to-Box, Lannert und Gall. Naja, gucken wir mal. Auf Trainerlehrgang, der Piepenbrock. So, Leverkusen muss gegen Köln ran. Und wir kriegen natürlich weitere Scoutings hier. Sanchez. Ja. Begraoui. McGree. Chabot. Die sollten den noch scouten, ne? Manche scouten die gar nicht, ey. Habe ich da dumpfe Gefühl, ey. So, da haben wir schon Kingsley Schindler. Ja, können wir ja mal gucken. So, Stendera hat schlecht trainiert. Das bedeutet für den, der nimmt auf der Bank Platz. Dann kommt der Torben rein. In der Startelf. Würde ich sagen. Ja, wird er auch. So, Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Köln. Köln ist auch auf 15. Platz, ey. Haben auch bis jetzt nur einen Punkt geholt. Ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir siedeln uns da unten irgendwie an. Also, wie gesagt, ich wäre schon glücklich, wenn wir. Ja, wir müssen je nachdem, ne? Für Schmidt, ne? Ah, Schmidt ist ein guter Spieler, ey. Naja, der, aus dem kann noch was werden, ey. 105k Ablöse. Angebot ablehnen. Wie gesagt, wir warten jetzt erstmal. Oh, wie viele Spiele warten wir jetzt ab, ey? Mesegor ist noch nicht empfohlen. Kretschmer 100%. Sollte im Auge behalten werden. Ja, der Dings kann anscheinend spielen, der Schuranov. Dann tut der dies auch. Kuni, Bamba.
Ja, ich werde jetzt mal Bamba von Anfang an spielen lassen. Stendera hat nicht gut trainiert. Dann kommt der Torben rein in die Startelf. Ja, ansonsten lassen wir das, ne? So, zack, ausgewogen. Tiefere Pressinglinie. Sollen wir mal ausgewogen spielen? Oder sollen wir kontrolliert offensiv lassen? Ne, wir lassen das erstmal. So. Dann schauen wir mal, was wir gegen RB Leipzig machen. So. Wir spielen zu Hause. Und dann gucken wir mal. Wir überspringen das mal. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, wir warten jetzt die ersten 5 Spiele ab. Und dann können wir mal gucken, wo wir uns so ein bisschen ansiedeln. Also, wo wir denken, wo wir uns vielleicht ein bisschen ansiedeln. Wie gesagt, das Ziel ist ja irgendwie mit Hängen und Würgen da irgendwie den Klassenerhalt. Absteigen wollen wir uns so oder so nicht. So, Isherwood. Langer Ball, kommt aber nicht an. Masraoui. Boné, Diop. Boné. Masraoui. Parisi. Oder Palsi. Oder was steht da? Lopez schießt vom Weiten. Oder beziehungsweise heißt vom Weiten. Schießt einfach mal ab. Also zieht ab. Noch Schüsse haben, hatten wir auch schon. Einen aufs Tor. So, jetzt wir vielleicht. Vinson, Bamba, Nihuis, Deichmann, rein mit dem Ball auf Schuranov. Aber war abseits. Schade. So, 18 Minuten gespielt. Ausgeglichene Partie, muss ich sagen, ne? Ballbesitz haben wir sogar mehr. Ich glaube es kaum, dass wir Ballbesitz mehr gegen Leipzig haben. Aber okay. So, rein jetzt mit dem Eckball. Schauen wir mal. So, wir sind noch im Ballbesitz. Gordon, Isherwood, Rieder, Finson, Bamba, nochmal Bamba. Finson auf Bamba. Der kriegt den nicht. Bamba nochmal. Bamba schießt. Ah, schade. Also Chancen haben wir. Masarui hat auch gelb von denen. Diop hat auch jetzt gelb. Zwei gelb vorbelastete. So, Masraoui, langer Ball. Kone. Ja. 0-1, Timo Werner. Ich sag mal so, wir sind hier gerade nicht chancenlos, ne? Das muss ich sagen. Also gegen Hertha sah es schon ganz anders aus. Da sahen wir schon, da haben wir schon eher kein Land gesehen. Basé spielt auch nicht gut, ey. Kann auch sein, dass ich nachher Bamba dann auf der rechten Seite packe und Kuni auf der linken Seite. Isherwood sieht gelb. Ah, schlecht. Dann weiß ich, für wem der Gall später reinkommt, für Isherwood. 2-0 Hertha. Ja, Hertha ist sowieso immer eine Mannschaft, die zurzeit immer oben mitspielt. Also in der Realität eher weniger, aber hier. So, Kone, lenkt. Ach, gelbe Karte. So, mit 0-1 gehen wir in die Halbzeitpause. Kommt, Leute. Ah, die sind nervös, ey. Ihr braucht doch nicht immer nervös sein, Leute. Na komm, ich sag auch gar nichts. Boah, Schuranov, eine Note von 6,3 hat der. Basé jetzt mit dem langen Ball auf Gordon. Gordon. Ha, abgeblockt, ey. Wenn der angekommen wäre, wäre das schon geil gewesen. So, Deichmann, Schuranov verliert den Ball. Der muss auch erstmal ankommen, der Schuranov in der ersten Liga. Ah, wie gesagt, liebe Leute, ich weiß nicht, ob der Aufstieg zu früh gekommen ist.
Ich hätte sonst im zweiten Jahr noch den Kader noch weiter ausgebaut, obwohl wenn wir jetzt schon Transferminus haben, ne? Na gut, ich glaube, ich hätte dann Basel mir wahrscheinlich nicht geholt. Wem habe ich mir geholt? Weiß ich gar nicht, wem ich dann alles nicht geholt hätte. Aroko der wäre ja trotzdem gekommen. Ah ja, wie auch immer. So, das ist dann 0 zu 2. Diop, der Torschütze. Eieieiei. Ups. Ja, Problem ist halt, die sind auch 3-0. Obwohl war dann abseits. Schauen wir mal, was der Videobeweis sagt. Tor wird gegeben, 0-3. Guckt euch das mal an, die hatten 5 Schüsse. 4 aufs Tor, 3 gingen rein. Da muss man sie mal auf der Zunge zergehen lassen, was für eine Effizienz die haben. So, wir wechseln aus. Arokoder kommt für Schuranov rein. Bamba geht auf rechts. Uni kommt rein. Wie gesagt, ey, die sehen da echt kein Land jetzt gerade. Also ich habe mir gerade besser vorgestellt mir. Aber naja, sieht doch nicht so aus. So, Deichmann jetzt. Schade. Ja, ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass das jetzt so die ganze Zeit geht, jedes Spiel so. Ne. Aber wie gesagt, ist halt der dritte Spieltag jetzt. Ne. Bin gespannt, wie die anderen Spieltage so werden. Wir spielen, glaube ich, danach gegen Bielefeld, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind ja auch mit uns aufgestiegen. Da müssen wir auch dann mal gucken. So, Lana kommt mal für Finzorn rein. Wein kommt mal für Nieuwhuis rein. Der Wein hat auch schon länger nicht mehr gespielt. So, Paschonik soll für Bamba rein. Aber 6,1 hatte der Schuranov. Alter Schwede. Ishabut spielt ganz okay, hat aber eine Note von 6,1. Der kommt auch raus. Ist eine schlechte Note, 6,1. Und da steht, spielt ganz okay. Ja, siehst du, wir haben halt, wir haben Chancen. Ne, aber das Problem ist, wir machen die Dinger einfach nicht rein. Der Ballbesitz am Anfang hatten wir auch deutlich mehr. Das ist jetzt auch umgekehrt. 59% Leipzig, 41% wir. Naja. Wir müssen auch bedenken, gegen was für Teams hier wir gerade spielen, ne? Also die 2 Spieltage. Wir spielen gegen Teams, die eigentlich oben immer dabei sind. Ne? Leipzig, Hertha ist auch immer oben dabei. Ne? Also letzte Saison waren die oben dabei. Ne? Jetzt sind sie auch wieder oben dabei. Ne? Deswegen müssen wir immer so ja abwägen, ne? Wie gesagt, das sind so halt solche Teams spielen wir, aber Chance haben wir nicht so wirklich. Wir müssen halt auf die Mannschaften gucken, wie Bielefeld zum Beispiel zurzeit, ne, Köln vielleicht noch, ne, wo wir halt Punkte holen können. Schalke spielt 1-1 gegen Hannover, Hertha gewinnt 2-1 gegen Paderborn, ja, Hertha erster Platz, 3 Spiele, 3 Siege. Hoffenheim 1-1 gegen Bielefeld, ne, Gladbach gewinnt 2-0 gegen Stuttgart, Paderborn immer noch 0 Punkte. Ja, das sind halt so, wie gesagt, die Mannschaften, die wir. Bayern hat 1-1 gegen Mainz gespielt. So, Trilli, Außenverteidiger. Kann man auch mal scouten. Brahimi. Ja.
Arias. Hat wie viel Gehalt? Ah, nee. Länderspielpause ist jetzt, ne? Ja, mal gucken, ob sie die Zeit nutzen können. Finanzupdate, ein Gewinn von 2 Millionen. Guck mal, wir machen einen Gewinn. Guck mal, wir machen einen Gewinn von 2 Millionen und dann wollen sie mir sagen, die können das Budget nicht erhöhen. Versteh mal einer den Sinn. Naja, muss man nicht immer verstehen hier, ne? Wie gesagt, wir machen Gewinn von 2 Millionen. Ja gut, kann auch sein, dass er jetzt wegen Dauerkartenverkauf war. Kann auch sein. Aber 2 plus Fans 2. Warte mit der Bewertung, bis mehr Spiele absolviert sind. Weinhiller und Deichmann. Mannschaftsgefüge. So, Dortmund spielt gegen Frankfurt und Wolfsburg gegen Freiburg. Gucken wir uns auch eben an. Ja, Lorient, ey. Wie gesagt, ich hätte den gerne mir ausgeliehen. Aber wie gesagt, ohne Moos nichts los, ne? Ja, ich weiß. Angebot abgegeben. Ich weiß. So, Dortmund gewinnt 4-1 gegen Frankfurt und Wolfsburg gewinnt 4-0 gegen Freiburg. Ja, also Freiburg ist auch nicht so gut in der Saison jetzt hier. Ja, Leihvertrag bei Lorient. Ach, wie gesagt, da traue ich hinterher, ey. Aber ist ja blöd, aber Minus haben. Aber wenn wir 2 Millionen Gewinn machen, ne, dann müssen wir doch ein Transfer doch nicht mehr Minus sein, oder? Ich guck mal kurz. Das will ich jetzt noch wissen. So, das gucken wir noch. Aufgelöst. Das Problem ist ja auch. Guck mal, da wäre so ein geiler Spieler, ne? Problematisch wäre jetzt. Können wir mal Berater nach Verfügbarkeit? Ja, das ist mir zu teuer. Warte, Transferfrist, Leihliste, Campanile. Joey Müller. Antwort nötig, wobei. Wobei brauchen die meine Antwort? Da wir haben immer noch ein Minus von 176.000. Ich verstehe das nicht. Wir haben 2 Millionen Gewinn gemacht, aber ich habe immer noch miese. Das ist genauso wie Scouting-Budget. Da bin ich auch bei Mi minus 132k. Nächste Saison 2,17 Millionen. Wegen die Transfers wahrscheinlich, ne? Ich weiß auch gar nicht, wer für nächste Saison alle einen Vertrag hat. Wir gucken mal. Ja, doch, einige haben Vertrag noch. Ja, doch. Die haben alle noch einen Vertrag dann. Das ist ja schon mal positiv. Antwort nötig. Ja, ablehnen, weil wir eh kein Geld haben. Ja. Levi. Joy Müller. Council. Ja, eigentlich ganz okay. Thompson, Außenverteidiger. Der muss. Wie viel Geld kriegt der? Nicht so viel. Ja, gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, ich würde sagen, das dauert jetzt 2 Wochen, bis wir das Spiel haben. Kann sein, dass wir dann nur ein Spiel in der nächsten Folge machen gegen Arminia Bielefeld dann. Wegen der Englisch, wegen. Der Länderspielpause.
Und dann gegen Frankfurt und Köln wieder zwei. Dann Schalke Bayern. Schalke Bayern. Naja, wenn ich mir die Partien so ansehe, da kriege ich schon Gänsehaut. Da kriege ich schon ein Grauen ein bisschen. Aber okay, liebe Leute, ich würde sagen, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden in der nächsten Folge nur ein Spiel machen gegen Bielefeld dann. Ich werde auch, oder wir machen doch zwei Spiele, aber ich werde jetzt im Urlaub gehen einmal. Ne? Ich glaube, das mache ich auch. In diesem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ob das ein oder zwei Spiele sieht, werdet ihr ja im Thumbnail dann sehen. Ne, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.